Hey Leute, da zocken wir Warmax EO. Ich habe das Spiel gestern bei PewDiePie gesehen und ich fand, ha, eigentlich können wir das Spiel auch wieder spielen. Ich meine, wir haben früher Slizervio gespielt. Der Name ist so übertrieben schwer. Du sagst es, mein Freund. Nur das Problem bei Slizer war, wir waren einfach übertrieben schlecht. Wir haben jedes Mal verkackt und ich bin jedes Mal gestorben. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich dieses Kind liebe. Auf jeden Fall hat dieses Spiel ja auch genau dasselbe Prinzip wie Slizer, von daher sind wir damit bekannt. Der einzige Unterschied, den ich sehe, ist, dass wir drei Fertigkeiten haben. Das Q kennen wir, damit werden wir schneller. Aber wir haben auch ein W und damit können wir komischerweise stoppen und dann bleibt unsere Schlange einfach stehen. Was extrem nice ist. Und der Typ möchte mich töten. Ich meine das doch. Oh Gott. Genau das meine ich mit den Slizer. Waren wir schon so übertrieben schlecht. Wir sind jetzt direkt am Anfang gestorben, ohne irgendwas zu tun. Und das ist voll ätzend. Oh mein Gott, diese Schlange ist ja wirklich extrem groß. Und wir können hier ordentlich Punkte sammeln. Wie nice ist das denn? Allerdings, mit Punkte sammeln wird man nicht groß. Wir müssen andere Leute töten. Und wir werden gerade umkreist. Oh mein Gott, das sieht extrem übel aus. Das sieht wirklich übel aus. Aber wir können theoretisch den Typen töten. Okay, das war bitter. Wieso musste ich gerade jetzt sterben und ich möchte jetzt nicht direkt wieder sterben? Bitte, mein Freund, lass mich doch in Ruhe. Ich bin gerade erst gespawnt. Ich bin so übertrieben klein und der Typ versucht mich schon anzugreifen. Das ist voll mies. Oh mein Gott, was zur Hölle? Der ist ja voll riesig. Vor dem sollte man auf jeden Fall Respekt haben. Ist das dein Ernst gerade? Mein Freund, ich habe gerade geredet. Ist das gerade wirklich dein Ernst? Das war wirklich schon immer mein Problem mit diesem Spiel. Aber so könnten wir jetzt ein kleines bisschen größer werden. Wenn wir jetzt den irgendwie killen, aber das schaffen wir nicht. Oh Gott. Natürlich muss er sich auch hochboosten, aber wir könnten theoretisch die W-Fertigkeit benutzen, um gleich jemanden richtig zu flanken. Um ihn richtig zu vernichten. Zum Beispiel diesen blauen, den würde ich ziemlich gerne töten. Allerdings dreht er sich jetzt die ganze Zeit. Oh, wir können... Oh mein Gott! Wir haben zwei Leute getötet. Wir haben gerade zwei Leute getötet. Wir werden jetzt so übertrieben groß. Ich glaub's nicht. Alles hier ist meins, mein Freund. Und der nächste ist auch tot. Was zur Hölle ist gerade los mit uns? Wir töten die Spieler ja gerade komplett ohne Respekt oder sonst was. Den Orangen möchte ich auch töten. Das wäre auch übertrieben nice. Komm schon, mein Freund. Wir können den Orangen dann töten. Auf jeden Fall. Ganz langsam. Der sollte gleich nicht mehr rauskommen. Perfekt. Nope. Oh mein Gott, ich hasse diesen grauen Typen gerade so übertrieben. Ich meine, da stellt man schon jemanden eine Falle und danach bringt der dich einfach um von außen. Ich meine, der hatte nicht mal irgendwas damit zu tun. Und wieso zur Hölle bist du gerade so schnell? Der war gerade wirklich so übertrieben schnell. Wie soll man mit sowas mithalten, wenn die einfach die ganze Zeit da lang pesen? Und diese Schlange sieht ehrlich gesagt extrem bedrohlich. Oh, ich möchte einfach nur leben. Ich möchte gerade einfach nur leben und diese Punkte einsammeln. Dankeschön, mein Freund. Und eventuell können wir den jetzt töten. Das wäre richtig nice. Komm schon, mein Freund. Ich würde ziemlich gerne den grünen haben. Aber ich denke, wir kriegen ihn nicht. Oh mein Gott. Naja, trotzdem würde ich sagen, alles ist gut, solange wir leben. Und wir sind gerade wirklich gestorben. Ich könnte gerade schwören, wir haben ihn am Kopf getroffen. Theoretisch wäre er tot gewesen. Ich könnte schwören, wir haben ihn getroffen. Also manchmal macht das ehrlich gesagt gar keinen Sinn für mich. Aber egal. Wir müssen jetzt erstmal ein kleines bisschen größer werden, aber das Problem ist halt, ich bin so übertrieben schlecht. Wir sind ganz ehrlich, yo. Die meisten Leute in dieser Lobby zerlegen mich einfach ohne Respekt, ohne irgendwie nur mit der Wimper zu zucken. Aber ehrlich gesagt, finde ich, wir sind gerade schon stattlich groß. Ich würde gerne diesen riesigen haben. Oder diese Punkte. Oh mein Gott, was zur Hölle. Ihr könnt doch nicht wirklich überall sein. Wie groß ist das Ding da eigentlich? Oh mein Gott, ihr könnt doch nicht die ganze Zeit so durchpesen, aber ich habe dich getötet. Yo, die Hauptsache ist, ich habe ihn getötet. Und wir sind gestorben. Das Ding ist, ich glaube, ich habe den Trick raus. Die Leute, die groß werden, pesen die ganze Zeit rum. Die drücken die ganze Zeit Kugel drückt. Allerdings braucht man dafür schon eine gewisse Größe, um die ganze Zeit durchzuspeeden, weil man verliert pro Sekunde Punkte. Und leider habe ich ehrlich gesagt nicht viele Punkte. Von daher, von daher sieht es wirklich extrem... Oh mein Gott. Meine Fresse, ich bin doch noch so übertrieben klein. Es würde mehr Sinn machen, würdet ihr zuerst auf die Großen gehen. Eventuell kann ich jetzt sogar irgendeinen Großen töten. Wenn wir nur einen einzigen Großen töten, werden wir auch extrem groß. Aber dafür brauchen wir erstmal die Chance dazu. Oh, der sieht doch extrem lecker aus. Den würde ich ziemlich gerne essen, mein Freund. Und mein Freund, ich werde dich auch essen. Ich schneide dir so hart den Weg. Oh mein Gott, was zur Hölle. Ich dachte gerade wirklich, ich muss sterben. Oh mein Gott, da ist ein Großer gestorben. Da ist ein Großer direkt neben mir gestorben. Das heißt, wir können gerade groß werden. Wie nice ist das denn? Und wir sind Platz 165 auf den Was? Wir sind gerade mal Platz 165? Was zur Hölle ist hier los? Wie groß sind die meisten Leute hier? Let's go, wir pesen mal dadurch, nehmen uns diese Punkte mit und ich glaube, ich bin gerade relativ zufrieden. Wenn wir jetzt speeden und eventuell noch den Blauen töten können, wäre das so übertrieben nice. Ja, wir haben den Blauen getötet, wie geil ist das denn? Und wir sind Platz 51 auf dem Server, wie geil. Und ich bin der Meinung, wir sind eigentlich schon relativ groß gerade. Und wir töten sogar den Nächsten. Was zur Hölle ist hier los? Wir töten gerade jeden Einzelnen. Und mein Freund, der in der Mitte wird jetzt auch sterben. Es tut mir wirklich leid, aber du wolltest meine Punkte klauen. Oder nein, ich brauche... Oh mein Gott, ich lebe noch. Ich lebe noch, alles ist gut. Und wir haben wirklich irgendeine Fertigkeit mit E, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die bringt.
Aber wir sammeln gerade wirklich extrem nice viele Punkte. Oh mein Gott. Wir töten jeden Einzelnen. Es tut mir wirklich übertrieben leid. Aber was macht die Fertigkeit mit E? Sind wir jetzt unsichtbar oder so? Ich weiß es nicht. Oh nein, wir sind durchsichtig. Wir können durch Leute durchlaufen. Wie geil ist das denn? Habt ihr jemals in eurem Leben so einen blöden Jungen gesehen? Du kannst mir doch nicht wirklich sagen, dass das gerade mein Ernst ist. Ich bin gerade wirklich wegen so einem Kleinen gestorben. Wegen so einem übertrieben Kleinen. Aber ich finde, sowas zeigt doch, wie fair so ein Spiel ist. Theoretisch kann ja jeder jeden töten, was extrem nice ist. Aber trotzdem war das ein extrem unnötiger Tod. Aber wir holen uns relativ schnell unsere Punkte wieder. Aber nein. Leute, ich gebe wenigstens zu, dass ich schlecht in diesem Game bin. Ich kann es einfach gar nicht. Guckt euch das an. Die sollen mich doch nur ein einziges Mal in Ruhe lassen. Oh, der hat gerade Selbstmord gemacht. Aber nice. Finde ich wirklich extrem nice. So haben wir wenigstens ein paar Punkte, um durchzuspeeden. Und jetzt können wir eventuell den noch töten. Wie geil ist das denn? Perfekt, wir haben zwei getötet. Oh mein Gott. Und der Lilan hätte mich fast getötet. Das wäre richtig schlecht. Das wäre so übertrieben schlecht geendet. Und wir können den Roten jetzt töten. Wir müssen gleich nur stoppen. Wir haben hier die Stopp fertig. Eieieiei. Kannst du mal bitte weggehen? Mein Ziel ist es gerade wirklich noch ein einziges Mal groß zu werden. Ich wäre dann schon so übertrieben zufrieden. Wirklich jetzt nur ein einziges Mal groß werden. Das wäre so übertrieben nice. Und da hinten sind besondere Punkte. Ich weiß nicht, was die bringen oder sonst was, aber ich sammle die jetzt mal ein. Und den würde ich ziemlich gerne töten, weil damit könnten wir extrem groß werden. Wow! Okay, das war extrem nice gemacht und wir sind extrem klein geworden. Werden wir gerade überhaupt größer? Wir werden gar nicht größer. Wir sind einfach gleich geblieben. Ich glaube, das Spiel ist rassistisch. Vielleicht hat er auch irgendein Item, was mir die Punkte verwehrt hat. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, ich kann da nur raten. Und jetzt haben wir auch irgendein Item eingesammelt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das bringt. Eventuell ist es genau dasselbe Item und bedeutet, dass meine Teile radioaktiv sind und deswegen die anderen Leute nicht aufnehmen können. Ich glaube, in dem Spiel gibt es wirklich keinen schlechteren Spieler als mich. Guckt euch das an. Yo. Ey. Ey, es macht keinen Spaß mehr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wieso ich Bock auf das Spiel bekommen habe, weil ich bin scheiße. Ich bin wirklich legit scheiße in dem Game. Aber egal, Leute, ich denke, ich beende jetzt hier erstmal das Video. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Und bis morgen.